Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Avorion. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ja, wir haben es in der letzten Folge geschafft, Naonie zu sammeln und dementsprechend auch ein Schild und Reichweiten-Upgrade einzubauen. Wir waren auf dem Weg am Ende Richtung Operation Exodus, das ist hier unten, das sollten wir eigentlich ziemlich fix auf der Kette kriegen und versuch schon mal in der Richtung zu springen. Unterwegs werden wir wieder einiges, denke ich mal, ein Abenteuer erleben. Ja, und freue mich mega drauf. Ich habe die letzten Tage so viel zu tun gehabt. Sorry, gestern fiel zum Beispiel Avorion einmal komplett aus. Eigentlich fiel alles auf meinem Kanal aus. Aber ich habe einfach keine Power mehr gehabt abends. Ich war nämlich im Movie World Park. Und da habe ich dann den ganzen Tag verbracht. Diesen Netto-Familientag. Super nett von Netto. Super nett der Park. Ey, super geil. Ich war zum allerersten Mal da. Gut, wir boosten direkt ins nächste Viertel, sag ich mal, und ja, machen Operation Exodus und wie gesagt, einige Abenteuer unterwegs. Ich freue mich, auf jeden Fall. Schön. So, wir haben oben eine Mail, während wir reparieren, was ziemlich schnell geht, finde ich, da unten, können wir ja immer neue Koordinaten suchen und auch mal die E-Mails lesen. So, herzlich willkommen. Hier spricht Commander Frag. Wir freuen uns darüber, dass Sie sich entschieden haben, der Star Force Föderation, kurz SFF, beizutreten. Und heißen Sie herzlich willkommen, Colonel 32 Spiele. Boah, ich bin direkt Colonel, ey, super. Ihre Vorteile als Colonel wissen Sie ja bereits. Sie haben ja heute meinen kleinen Kreuzer gesehen und auch mitgekommen, dass wir jederzeit bereit sind, Ihren Begleitschutz zu geben. Meine Flotte wird Sie überall unterstützen und wir sind bereit, für Sie zu sterben. Boah, ist krass, ey. Ich hab gar nichts gemacht. Freundlichen Grüßen, Commander. Ah, er ist aber der Commander. Ist ein Colonel besser als ein Commander? Ich weiß nicht. Frick, Anführer. Das ist die erste Föderation, die jemals existiert hat, wahrscheinlich in Avorion. Das muss ich den Namen nochmal lesen. Krass, ich bin müde, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Hab Subnautica aufgenommen und das. Und ja, das geht ja noch gar nicht so richtig. Das wird wohl mit dem nächsten Patchen erst kommen, dass man richtig, aber wir haben schon geplant. Also man sieht's. So. USF Frag. Hier spricht Commander Frag. Wir haben unserer Allianz einen besseren Namen gegeben, nämlich folgender. United Starfleet, kurz USF. Wir wollten Sie darüber informieren. Ja, das ist super. Ja, das haben wir dann erst nach der zweiten Nachricht gemerkt. Aber ist nicht schlimm. Gut, wir können uns mal reparieren, aber wir lassen uns noch selber reparieren. Achso, ich muss jetzt mal Hallo schreiben. Habe ich noch gar nicht. Hallo. Leute, glaube ich, ist besser. Nein, ach, Leute. So, Boost. Immer weiter Richtung Zentrum und unterwegs entdecken. Hier können wir kämpfen. Hier brauchen wir keine Angst haben. Wer ist denn überhaupt so da? Mal gucken. Pac-Man, das ist eine Ehre, ne? Dass Pac-Man da ist. Oh, guck mal hier, da boosten wir doch einmal hin. Nicht, dass wir jetzt hier bis zu Operation Exodus gar nichts entdecken. Das wäre totaler langweiliger Mumpitz, ne? So, ich freue mich auf meinen ersten Kampf. Hier in dem Bereich sind wir mega stark jetzt für die. Und haben Schilde, die kommen, wahrscheinlich haben wir gute Karten. Ordentlich Equipment zu sammeln erstmal wieder. Mal schon Kaffee. Wie gesagt, ich war gerade von der Arbeit gekommen. 24 Stunden Dienste sind sehr anstrengend. Dauert aber auch ganz schön lange, bis der da fertig ist, ne? Und wir müssen Planeten finden. Ich will wissen, ob die immer noch viereckig sind. Denn da gab es einen Anreiz, ich habe es gelesen aus der Community, dass das ein April-Scherz gewesen sein könnte. Das passt schon, ne? Also, ich habe gedrückt. Drück nochmal. Okay. Ah, wunderschön. Gegner. Nur drei? Ne, hier oben ist auch noch was. Simple. Planeten sind wieder rund. Und mein Sohn kommt gerade. Die Planeten sind wieder rund. Wunderschön. Das war ein April-Scherz. Geiler Scherz. Ich bin voll drauf reingefallen, muss ich einfach zugeben. Okay, lass uns ein bisschen fighten. Hier sind nämlich ganz schön schöne Wracks, glaube ich. Haben wir noch einen. So, mein Sohnemann. Der guckt ums Eck. Aber gut. 14 Kilometer. Boah, Vorsicht, nicht gegen so einen Wrack dengeln. Ich bin versuche nicht ganz so schnell zu fliegen. Ich denke mal, die haben keine Schnitte gegen uns. Wir haben uns ja schon ein bisschen was Schönes besorgt. Ja. Also mein Schild geht auf jeden Fall runter. Aber die Maschinengewehre sind sehr schön. Nicht das Stärkste, was man so haben kann, aber wir sind ja wirklich noch ganz leicht. Mein Schiff ist ja eh noch ein Rohbau. Oder irgendein Sammeltool. Na, wenn man jetzt... Was? Zielt der hin? Achso.
nutzen unsere Übermacht. Oh, boah, wir sind aber echt ganz schön heftig, ne? Und wir haben es alles geschafft, ohne zu... Jetzt cheaten will ich nicht sagen. Blödsinn, ohne Spenden. Also ich darf auch die Fresse nicht so weit aufreißen. Ihr wisst, was dann passiert. Dann fliege ich nämlich gleich in 1000 Teile, weil ich wieder nicht auf den Balken geguckt habe. Auf den AP-Balken. So, den mittleren angreifen ist natürlich nicht so klug. Dann kriegen wir Feuer von beiden Seiten. Das ist schon ein geiler... Also es gibt natürlich geilere Waffen als Maschinengewehre, um Gottes Willen. Aber wir sind ja noch sozusagen am Anfang. Okay, Feuer jetzt. Da hat ja viel Platz zum Treffen. Was ist denn das für ein Ding? Das sieht ja seltsam aus. Piraten auf jeden Fall. Oh ja, wir haben... Wir werden uns, glaube ich, ein paar schöne Sachen diese Folge besorgen können. Sind halt natürlich nicht die besten Sachen, die man hier kriegt. Mann, die waren aber noch mal weit weg. Oh, da hinten ist auch noch ein Groter. Okay, den sehe ich gar nicht. Wo ist er denn da? Ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und Feuer jetzt. Wir streuen ja sehr gut. Machen direkt schön Schaden. Oh, oh. Was war das denn? Ich habe nichts gemacht. Ich sehe den gar nicht. Der nutzt die Sonne. Der Halunke. Na, sammeln erstmal ein. Fupp. Das war wieder ein Bergbaulaser, schätze ich mal. Oh, wir sammeln gerammt. Ach, da unten. Immer kacke, wenn man so müde ist. Ja, viele von euch werden über diese Waffensysteme lachen. Ich bin aber stolz drauf. Alles selber gemacht. Und, ja, sehr schön. Das könnten wir noch abwracken ohne Ende. Was sagt mein Material überhaupt? Oh, uns geht's sehr gut. Verhältnismäßig. Ja, ein bisschen Schild haben sie schon angekratzt, ne? Also nur Abbauscheiße, ne? Warum? Ist das so gang und gäbe? Das müsste ja Abwrack gewesen sein, ne? Ja, und Damage ist das Abwrack. Das ist ja nur ein Gegner, ich weiß. Ja, taug nix. Was ist denn der letzte? Was besteht denn das Schiff? Eisen und wenig Titan. Eigentlich nicht sehr einladend, ne? Achso, ich habe mich selber ange... Wie viel habe ich denn an Omikron schon? Nur auch zu wenig. Das ist natürlich etwas lukrativer. Was die Vorkommen betrifft. Und wir können die sehr gut knacken, die Schiffe hier, weil wir noch ziemlich nah im Startbereich sind. Ja, da ist der Titankern sozusagen. Bam. Den kassieren wir mal ein. Ja, da kommt noch ein anderes Schiff. Genießen wir währenddessen die schöne Musik. Na, warum explodiert das da? Und aktivieren wir mal das mit dabei. Mal schauen, was wir da noch so raus würfeln, würde ich gerade sagen können. 4 Carbon erhalten. Boah. Okay. Fracht. Boah. Machen aber ganz schön Rabatz, ne? Wo ist denn der andere Rote jetzt? Ich sehe den gar nicht mehr. Mal gucken, was wir mit den Carbon anstellen können später, ne? So, ein Roter, Mann. Die Musik, jetzt geht es mir ein bisschen auf den Keks. Da unten.
Der gibt auch nie auf, das ist das Witzige, ne? Der kommt, der will kommen, unbedingt. Das ist aber nicht wirklich viel Schaden. Jetzt guckt doch mal, was meine Schilde sagen. Das sind natürlich jetzt auch nicht die besten. Alle noch käsig, aber wird schon gut werden, glaube ich. Ja, was war's für ihn? Und? Wow, was Blaues. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber das ist alles Abbaukram. Nicht mal so eine schöne Waffe. Das sieht aus wie eine Pistole, ne? Okay. Wir haben für Frieden gesorgt hier. Piraten weg. Ersetzen wir den mal, ne? 3. Zeigt der Turm Massesignatur als gelbe Blips auf der Karte. Genau dasselbe. Oh, das war von wegmachen. Kostet wahrscheinlich ein wenig mehr Energie, ne? Guck mal hier. Energiezeug 35%. Aufladerate. Na, was ist besser, ne? Aufladerate oder das? Lass uns das rausfinden. So. Wir könnten noch weiter abwracken, aber wir kommen ja nicht voran. Deswegen boosten wir einmal bis zur Kante und gucken da, ob wir da noch mehr erleben können. Da ist zwar ein gelber Blip. Ich weiß. Boah. Fällt sogar was raus. Das macht ja fast Spaß. Ach, gut, dass wir das gemacht haben mit den Naonit. Boah. 1000 Stücke geballert gleich. Abwracken macht, glaube ich, mehr Sinn. Aber trotzdem gab es da wieder was. Aber nur weiße, purpelige Sachen, die wir aber an der Forschungsstation verfeinern können. Ne? Maschinengewehre. Also wenn man auf was ballert, kriege ich irgendwie Waffen. Und wenn ich die abbaue, kriege ich eher so... Obwohl, das auch wieder was, ne? Abbauzeugs. Okay. Auf Wiedersehen. Wunderschönes System. Was interessant? Direkt weiter. Guck mal hier. Ein gelber Blip. Und dann geht's runter. Ist nicht mehr weit. Schwuppdiwupp sind wir... Der sagt immer noch reparieren. Warum eigentlich? Ist doch voll heile. Und das investiere aber, damit dieses Zeichen da oben weg ist. Gut. Also wir warpen, sage ich einfach mal, zu so einem gelben Blip. Und dann immer langsam gemütlich Richtung Operation Exodus. Es wird mich einfach wieder weiter exodussen. Also ich denke nicht, dass wir es damit geschafft haben. Wenn soll ja irgendein cooles Artefakt geben. Ich weiß noch nicht wirklich was, aber wäre schön, wenn wir das auf die Kette kriegen würden, ne? So, in 10 Sekunden dürfen wir springen. Was haben wir denn so gesammelt hier? Doppel-Titan-Bergbau-Geschützturm. Hm. Nicht schlecht. Titan-Bergbau. Eisen. Eisen. Gar nicht so schlecht, ne? Aber das sind die Sachen, die wir schon hatten, glaube ich. Ich freue mich gerade über Sachen, die wir schon vor lange haben. Das ist ja, wie viel Abbauzeugs wir haben. Wahnsinn. Aber auch keine einzige starke Waffe. Okay, weiter. Zap. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch Kohle brauchen. Ach, hier ist Operation Exodus tatsächlich, aber wie oft ich die jetzt finde, ne? Oder ist das vielleicht was anderes? Ein Sender, hm. Ja, danke. Haben wir schon die Info. Jetzt drückt mir nur die Daumen, dass wir da auch hinkommen und nicht der Spalt jetzt noch so macht oder sowas, ne? Dann hat man den Salat. Irgendwo ein großer Brocken zu sehen. Bei einem riesen Monitor, einem ziemlich großen. Aber die Dinger sind trotzdem ganz schön winzig und schlecht zu erkennen. Mann, bin ich müde, aber ich habe so einen Bock gehabt drauf, heute auf Zocken. Heute Nachmittag werde ich nochmal ein bisschen für morgen, weil morgen muss ich schon wieder arbeiten. Das muss wegen diesem Park ein bisschen Diensttausch machen. Dann hat man immer den Salat. Boah. Der dahinter ist verkaufbar, mit Sicherheit. Wäre immer schön, wenn hier so die gelben Punkte dann wären, ne? Man kann ja nie alles haben, ne? So, wieso? Was schreiben die da?
Ich habe Hallo geschrieben, hat überhaupt einer Hallo zurückgeschrieben? Erstmal ja alle tadeln. Moin, hi, ja haben sie. Gar nicht mehr so einfach an so viel Credit zu kommen. Ja, irgendwie waren wir letztes Mal schneller reich geworden, ne? So. Reisen. Ist doch nicht zu schnell dahin. Ja, man kann schon mit ein paar Taktiken wird man hier ziemlich schnell reich. So, er sieht ziemlich groß aus. Gehört niemanden. Also verdienen wir uns dann noch ein paar Talas mit. Wenn es geht. Na, manchmal geht es nicht. Doch da. Für Schlapp... Ja, man kriegt auch weniger Talas, ne? Gar nicht. Nur Beziehung. Habe ich einen Patch verpasst? Der den Planeten auch wieder rund gemacht hat? Habe ich gar nicht mitbekommen. Gut. Ja, wenn man den ganzen Tag nicht zu Hause ist, dann macht der Computer mal für sich so ganz alleine Sachen, ne? Die Frau den anmacht und so. Auf jeden Fall sind die Planeten wieder rund und viel größer. Na, ich kann mich nicht entscheiden. Wir sind ja ganz wild am Blinken. Oder sollen wir ganz schnell? Wir flitzen mal ganz schnell zu Exodus. Ja, wir haben ja noch wahrscheinlich noch 100 Mal dieses Ausrufezeichen vor uns. Können stattdessen mal ein bisschen gucken, was wir hier nochmal rumbasteln. Das ist ja natürlich nicht alles. Das Schiff wird gigantisch. Ich mache meine Minus, indem ich erbeutete Items hochforsche und dann teuer verkaufe. Das ist eine gute Idee. Verständlich für mich sogar. So. Ich bin ja ein bisschen sehr weit unten. Setzen schon mal Titanpanzerung rein. Wir dürfen ja ziemlich boosten. Hier ist Zeit, ist Geld. Und Mittagsschlaf, weil ich muss mich unbedingt mal hinlegen, weil die Nacht war sehr anstrengend auf der Arbeit. War ich in den gelben Blip geflogen? Nee, ne? Boah, ist aber viel Gelb um uns rum. Sambe. Jetzt kommt's drauf an. Hier hatten wir so eine Art Lager und Energie. Was soll hinten noch kommen, ne? 100 Millionen. Früher einfach mit Handel gemacht. Boah, wie macht ihr das bloß? Das Einzige, was ich Angst habe, ist mit den Gerüsten, dass die weggeschossen werden, total easy. Und dann, ja, dann war es das mit meinem Schiff, ne? Bitte warten, ich habe da so einen klitzekleinen Gedankenfurz. Wie immer. Das Schiff zu verunstalten, das kriege ich ja immer besonders gut hin. Man kann sogar meinen, ich bin Experte in kaputt machen. Guck mal, eigentlich müsste das doch passen. Ne, passt natürlich nicht. Ich würde es gerne nicht so. Aber dann könnte ich was anderes planen. Ich mache das einmal ganz kurz. Nicht schimpfen. Weil ich will ja an Masse kommen. Ja, so kann man das dann ausfüllen. Ein bisschen Masse brauchen, weil kriegen wir mehr HP, alles drum und dran. Ja, das ist jetzt erstmal ein Experiment, das werde ich dann wegbauen, wenn es dann nicht passt. Wir verlieren ja immer an Rotationsgeschwindigkeit, wenn ich immer so albern groß werde. Oh, Café Olé. Bin ich nicht zum Gelben geflogen? Oder habe ich jetzt... Ich habe gerade gesagt, wir fliegen schnell runter. So. Zeit nutzen, um zu bauen. Das ist natürlich jetzt ein Beruf. Ich habe dann aber eine andere Idee. Block anpassen. Wow. Passt den doll an. Natürlich passt den anderen den da runter. Das ist einfach nur ein Masseblock, der meinen Arsch aber ziemlich schwer und dick macht, ne? Das wird sehr, sehr interessant aussehen. Es wird sehr raumschiffig aussehen später, glaube ich. Na, ich nutze dann den Block, ist ja klar. Was habe ich denn an Titan? Das kostet ja nicht viel, ist ja ein bisschen Panzerung. Müssen wir natürlich unseren Popo noch ein bisschen...
Eine Flügel sollen da auch noch dran hier vielleicht und da hinten. Dann sieht das Ganze nicht mehr so schlimm aus. Ich würde so gerne Antennen noch oben drauf haben. Wir haben ja hier das Angebot, ne? Man muss das einmal ansehen. Ich habe die noch nie benutzt. Sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Das sind auch nur Eisen oder so. Ich mach mal auch Spaß, wie das aussehen würde. Ja, ich glaube, Antennen machen wir irgendwie selber irgendwie raus. So, jetzt haben wir natürlich einen dicken Po hinten. Das ist natürlich nicht so helle. Deswegen drehen wir furchtbar langsam, weil er die Masse jetzt erstmal in Schwung kriegen muss. Aber das ist ja nicht das Schlimmste. Aber eventuell haben wir noch einen Slot freigeschaltet. Das war ja schon sehr viel Titan. Das sieht schön aus. Vor allem mit dem Licht, ey. Wahnsinn. So. Masse. Kein Slot freigeschaltet. Schade, dass da nicht steht, wie viel man noch braucht, aber man kann es ja lesen. 1,41 Millionen. Und ab 5 gibt es jetzt erst. Okay. Das kann lustig werden. Das kann aber dauern. Achso, ich bin aber... Oh, ich vergesse das aber auch immer wieder. Wird das andersrum vielleicht schöner aussehen? I don't know. Schöner. Das Schiff sieht, wird niemals schön aussehen. Aber egal. Es ist ja nur... das Experiment, dass es vielleicht was Schönes wird. So, Spiegel. Sieht irgendwie seltsam aus, ne? Wir müssen da rein technisch noch da welche hinbekommen. Aber in eine Düse rein ist immer doof. Dass das alles so ein bisschen Sinn ergibt, ne? Damit haben wir jetzt aber, komm, wie wenig Volumen die Dinger sind. Ja, ist Titan, ne? Das ist das größere Problem von beiden. So, jetzt habe ich noch eine andere Idee. Sortiere mir jetzt Konzentration, Müdigkeit. Also die einmal drehen. Das ist aber irgendwie, bin ich zu blöd. Dass ich die einmal auf den Kopf stelle. Aber ich glaube, man muss sie so rumdrehen. Nee, irgendwie krieg ich es nicht auf die Kette. So, genau. So. Zap, zap. Und da lässt sich dann wieder ein bisschen was mit Ausgleichdüse machen, aber ich verbrauche ja mal ganz gutes Zeugs, ne? Weil der Hintern muss sich bewegen, Leute. Der muss sich bewegen. Oh, Achtung. Wir sind gleich bei Operation Exodus, also... Da war ein Tacken dicker. Oh, das ist immer noch doof, dass... das so heftig flimmert. Oh. Dicker als gedacht, ne? So dick wollte es nicht haben. Also wäre schön eigentlich, aber sieht nicht so schick aus. Hauptsache wir kriegen ein bisschen Yaw und Pitch dazu. Für die Drehung. Naja, gucken wir erstmal. Wir müssen noch einen Sprung machen gleich. So dreht er aber schon den Hintern ein bisschen besser. Aber ich will halt ein ganz großes... Sieht so aussehen wie so ein Handelsfrachtkampfschiff, ne? Einfach alles in ein. So, letzter Sprung. Ach, seht ihr? Dieser fiese, fiese Bogen. Aber hier wären wir locker rübergekommen. Ganz fieser Bogen. Wir brauchen jetzt auch wirklich neue Leute bald. Aber ich denke mal, das wird kein großes Problem.
Weg mit der Spiegelung. Teuer ist denn das Ding jetzt, Alter? Und wir sind irgendwie wieder gerade gebaut, ne? Das ist irgendwie witzig gemacht. So. Jetzt haben wir mal ein bisschen Speed damit, ne? Okay, ja, muss auch noch ein bisschen, da muss auch ganz viel gefummelt werden, also nicht wundern. Das ist noch meine Rohbaustelle. Okay, auf geht's, Operation Exodus. Fabriken kaufen Güter, ja, ja. Mission aktualisiert, ja. Irgendwie geht's immer nur noch unten dahin. Ja, bei den Spalt können wir aber springen, mit Sicherheit. So, was haben wir denn hier? Vielleicht irgendwo wieder was Interessantes? Sender. Ah, die Drehung ist natürlich jetzt nicht so mehr so gut. Irgendwas anderes hier? Ein Wrack. Da oben schwebt was rum. Das sieht man immer sehr gut. Oh, ruckel, ruckel. Oh, da kippt das aber gut um noch. Da sind doch nur eine lange Wurst mit Flügeln, ne? Da sind wir nicht. Ich bin nur sehr schön flink. Ist das ein Sender oder ist das... Mann, mein eigenes Schiff. Huh. Warum sind immer so viele Sender hier? Die Koordinaten kriegen wir automatisch. Oh. Hier ist nicht wirklich was zu holen. Das ist immer so ein interessanter Vorrat oder sowas. Das Spiel will einfach nur, dass wir noch 10 Jahre lang tiefer und tiefer fliegen. Warum auch immer. Mal gucken uns den gelben Blip an, dann springen wir über den Spalt, wenn es geht. Ansonsten sehe ich hier nichts. Außer zig Sender. Naja, ob das ein Wrack ist, das ist ja ein kleiner Popel für mich. Aber es geht, wir bewegen uns sehr gut mit unserem langen Schiff. Aber um richtig Masse zu machen, müssen wir noch größer werden, ne? Hm. Was ist der da hinten? Riesiger Eisenhaufen. Aber das ist eher weniger interessant. Also ich will jetzt gern die Operation Exodus abarbeiten. Weil ich die noch nie gemacht habe. Das jetzt irgendwie sieht es ja cool aus, ne? Lässt sich wahrscheinlich später überhaupt nicht mehr steuern. Aber ich kann nur noch mein eigenes Schiff anklicken. Das ist das Schwierige, aber ich kann es ja verschieben. Dann ist das vielleicht besser. Und ich vielleicht, nein, es ist besser. Nimmst das Kreuz nicht immer direkt auf mein Schiff. Wow, hier ist ja mal nix. Da. Ob der auch nur noch Ruf gibt, das bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. So, jetzt haben wir natürlich viel mehr Masse, die uns drückt. Ne? Dann bremst man natürlich wieder schlechter. Auch das muss wieder verbessert werden. Ach Gott, muss immer 1000 Sachen verbessern, wenn man eine Kleinigkeit verändert. Wir sind ziemlich schnell. Gar nicht geplant. Ich wollte nicht schießen. Deaktiviere ich mal. Ja, wie gesagt, der Popo, der drückt uns jetzt ganz schön nach hinten nach. Wir sind dicker LKW, ne? Aber da lässt sich ja auch wieder ziemlich geil eine Bremsdüse reinmachen. Genau an der Stelle da. Machen wir direkt. Habe ich Bock drauf. Und zwar Titan, gerichtete Knödeldüse. Man muss Masse drauf. Auch sie wird bremsen für uns. Wunderschön. Aber Bremse ist doch da eigentlich ist gut, ne? Bremsschub ist eigentlich die ganze Zeit gut gewesen.
Das sollte ich vielleicht nicht machen. Oh, bis auf 200 Meter dran, ist immer ein bisschen nah. Passiert nichts, kein F. Also manche kann man tatsächlich nicht einnehmen. Bringt mir nichts, wenn ich ihn jetzt ramme. Fapp. Was? Warum kann der nicht darüber springen? Wir hätten doch richtig viel Platz da. Seltsam. Jetzt bräuchte ich mal wieder Station oder so. Irgendwas, wo wir jetzt Menschen uns einstellen können, ne? Das wäre wirklich mal was Angenehmes. Komm, so einen mal neu gebrauchen, mal abchecken. Ne. Wird nur ein bisschen mehr Masse, mehr Hülle, aber ja, und Pitch bleiben gleich. Rollen verbessert sich ein bisschen, aber da ist alles im grünen Bereich. Schilden. Überhitzt. Ich tue keine Sachen dran, die überhitzen. Das nervt. Mega sogar. So, aber irgendwie kommt die ganze Zeit hier nur ein paar gelbe Blitze. Das ist überhaupt nichts Grünes mehr, ne? In der Nähe. Da kommt was Grünes. Flitzen wir da mal hin. Wir müssen dringend Leute einstellen. Ich kann hier ohne Leute rumfliegen. So, bewege ich den Hintern? Dann können wir denn jetzt fliegen. Du bist ganz schön hell. Beschleunige auf jeden Fall langsamer. 2,6 war das immer. Okay, jetzt sind wir bei 3000 Meter die Sekunde. Warum eigentlich? Energie geht flöten. Ja, aber der nimmt die Energie ja auch deswegen, weil er ja den Warp-Reaktor mit auflädt. Oh, da haben wir jetzt zeitlich ein bisschen Unsinn gemacht. So, hat er wieder genug Energie? Weißt du, wie lange geht die Operation Exodus? Das ist ein bisschen, ich sag mal, wenn das ein paar Mal wäre, wäre ja gut, ne? Aber das ist ja schon ein bisschen nervig. Wir fliegen die ja schon seit Ewigkeiten hinterher. Oh, ist ein Abwrackfriedhof? Oder die Items, die hier gibt, die lohnen sich eigentlich nicht, ne? Aber was soll ich machen, ne? Jetzt in die Luft hin, Luft zugucken, wie die da rumschweben, während ich warte, das wäre ja Blödsinn. Einfach mal alles aktivieren und einfach mal... Aber mit der Waffe war besser, ne? Einfach tollere Sachen rausgekriegt. Halbe Minute nutzen, ne? Feuer. Liebe es einfach Sachen zu schießen. Einfach so. Die sich nicht wehren können vor allem. Die bestehen ja eigentlich nur aus Rödel. Wenn wir ganz viele weiße Rödelsachen haben und die uns später aufwerten, dann, wie gesagt, da kann man sich echt eine goldene Nase mit verdienen. Da kam auch schon wieder was raus. Ja, Feuer auf ihn konzentrieren hier. Also, drei Sachen. Geschütz. Reichhaltig. Okay, ich glaube, wir haben ihn genug zu Brei geschossen. Was auch immer das da unten ist, ich kann es kaum erkennen. Da oben ist ja so eine Kätschen. Und
Wieder irgendwas Abbaumäßiges. Aber wie gesagt, es macht gar nichts. In der Forschungsstation kann man die Sachen gut investieren. So. Machen wir eine kleine Rotation. Da ist wieder was mit Würfel. So, das bringe ich nämlich mal durcheinander. Wofür sind Energieverbrauch, also Frachtraumerhöhung, das ist keine Würfel, das sind Frachträume, ne? Frachtraum plus 100, plus 75. Innen ist es viel größer als von außen. Es gibt so viele Sachen, wo man das sagen kann, ne? Ey, hab mal auf B gedrückt. So. Ah, hier geht's rum. Also hier ist der Spalt zu Ende. Wo ist der grüne Point? Da. Also wir müssen auch noch ein paar Leute einstellen. Und überlegen mal, was wir daraus noch machen. Eigentlich finde ich es ganz cool. Ist mal was Neues, ne? So, ja, aber um Masse zu kommen, müssen wir noch ein bisschen zaubern. Weil die dazwischen, da haben wir eigentlich Masse gespart durch die Gerüste. Ich wollte das nur wegen der Optik so machen. Also ein bisschen mondlandefähiger, fahrzeugmäßig aussieht. Aber ich glaube mit den besseren Items, also mit Orgonit und so, wird das dann ein bisschen mehr gehen. So dass wir mehr Masse kriegen pro Block, weil Titan ist ja schon ein sehr leichtes Material. Wenn man mit Eisen bauen würde, wird man schon viel mehr bekommen. Deswegen ist das eigentlich unlogisch aus Titan so einen riesen Masseblock zu bauen, ne? Okay, guck mal. Ich deaktiviere mal alles, nicht dass wir außerdem was machen, sind ziemlich neutral mit dem. Das ist ein Solarkraftwerk. Was willst du zum Beispiel Carbon haben? Das habe ich gerade gesammelt. Energiezellen, maximal nein. Ich weiß nicht, wie viel man damit so verdienen kann. Casino. Ich habe immer null. Immer von dem allem, was sie wollen. Verkaufst du irgendwas Cooles, Spannendes? Dieser Sektor wird von einer Fraktion angegriffen. Bla bla bla. Aber, die sind so nah dran hier. Wir brauchen ja noch... Er sagt mir auch mal, dass das falsch ist, die Anzeige. Aber ich will wenigstens, dass das so aussieht, als ob es richtig wäre. Wir haben ja immer alles voll. Eigentlich haben wir alles. Das Spiel sagt mir jetzt, dass ich einen Ingenieur und Mechaniker brauche. Deswegen holen wir sie auch nicht. Das ist ja eigentlich dann doof, ne? Was bist du? Schiffswerft. Okidoki, wo ist mein berechneter Punkt? Habe ich überhaupt schon einen berechnet? Ja, ne? Zeigt mir doch noch was an. Oh, die Müdigkeit. Ne, ich habe noch gar nichts berechnet. Wir müssen weiter runter. Wir können eigentlich auch durchfliegen. Wenn wir das Tor sehen. Karte gucken, ran gucken. Ach, guck mal. Die sind aber blöd, ne? Die sind mit uns neutral und die sind mit uns neutral. Deswegen halten wir uns so ein bisschen geschlossen hier, oder? Das sieht cool aus, wer ist das? Eine Korvette. Okay, Tore, Tore, Tore. Na. Oh, das ist ein Desktop. Güter verkaufen, erstmal gucken. Haben wir mal irgendwann was, was er will? Während sie kämpfen, Raumjäger kaufen, schwarzes Brett, Upgrades kaufen. Kontrollsystem, auch ein schönes Ding, Schildboost. Wir könnten verkaufen, haben aber eigentlich nicht so einen Wert. Deswegen, ich will das eigentlich lieber... Lieber eine Forschungsstation verbessern und dann verkaufen, weil das macht am meisten Sinn, ne? Okay, das Tor. Ich guck mal den Rand ab. Da ist eins. Südwesten, das passt doch schon mal. Glaube ich jedenfalls. Aber ich war ja nur ein, ne? Ja. Da kann man sich kaum verfliegen. Richte dich mal aus. Dann machen wir die 30 Kilometer. Im Windeseile. Noch nicht vorm Rand fliegen. Das ist immer schon so lang, ein bisschen schwierig, so einen riesigen Pfeil zu fliegen. Wo der noch gar nicht groß ist. Boah, unten. Null Credit Store-Gebühren bezahlt. Aha, war sehr kostengünstig. Keine Zeit gehabt zum Kassieren. Wahrscheinlich da der Typ, der da an seinem Schalter sitzt. So, hier ist wieder ganz still und gemütlich. Ob
obwohl da unten sind irgendwelche lilanen Neutralen. Xaxes. Xaxex. Was ist das für ein Name? Sind das ja welche, so die sofort sauer sind, wenn man nur irgendwas einmal schießt? Nö. Sind sie neutral mit denen, ne? Ich habe bis jetzt, glaube ich, die Xutta noch gar nie gesehen. Nach Süden wäre nach oben, dann nach unten. Achso, wir haben schon längst berichtet, wir sind ja durch ein Tor geflogen, blöd Mann. Ach, da kämpfen sie da hinten, oder was? Nee, ist einfach nur Licht. Zwei neutrale Boni attackieren, das wäre ja Blödsinn. Tor. Bringt mir aber nichts, ne? So, ein großer Brocken. Ich bin halt ein Brockenhändler. Plankton. Wo kriegt ihr das bloß hierher? Container. Ja, Erzmine, ja. Erz. Er handelt einfach mit Erz. In der Waffenfabrik. Ja, wenn ich darauf drücke, muss ich näher dran. Erstmal sagt er mir. Ah ne, wir dürfen keine Geschäfte mit ihm machen. Ehrlich, wir sind nur neutral. Arsch. Kupfer. Ja, du kannst schon Kohle verdienen in dem Spiel. Mit so einem Kram. Muss halt sehr viel Zeit investieren dann, ne? So, die eine Exodus-Mission machen wir noch. Dann haben wir auch wieder zwei abgefrühstückt. Ich will das nicht ganz so langweilig gestalten. Aber ist halt... Ups. Ist halt leider nicht anders möglich. Wir machen ja schon Gott sei Dank große Sprünge, sodass das gar nicht mehr so schwierig ist, da hinzukommen. Okay, ich habe eine Mission angenommen. Man möchte nur 150 Energiezellen haben. Wo bekomme ich die? Na, wenn wir jetzt eine Forschungsstation finden würden... Könnten wir hier ein bisschen was upgraden. So tolle Sachen haben wir halt noch nicht. Ja, aber wir machen dann aus 5 machen wir ein grünes, wenn man das nicht stört. Nicht stört, wenn das nicht täuscht. Aus 5, aber wir können auch mal 3 nehmen. Machen wir dann ein blaues und aus 3 blauen machen wir dann ein episches und die kann man benutzen oder verkaufen und damit dann eigentlich auch eine goldene Nase verdienen. So. Aber ich habe bis jetzt noch nicht eine Forschungsstation entdeckt, muss ich zugeben. So, wir kippen gar nicht nach oben. Haben wir irgendwie ein Problem momentan? Wir könnten da noch ein bisschen was verändern. Was heißt verändern? Verbessern? Ach. Warum macht er das denn so winzig? Damit die Nase ein bisschen besser kippt. Und hebt. Wir schießen die so schnell gerne ab, ne? Das geht immer rubbel die Katz. Das gehört einfach zu Raumschiffe dazu. So eine Dinger. So. Jetzt kippt er auch vernünftig. Jetzt müssen wir überlegen, dass diese Düsen computertechnisch ja gesteuert werden müssen, ne? Wahnsinn, was für eine Installation, das wäre so ein Raumschiff zu bauen. Wow. Wir haben aber einen gehabt, ne? Ja. Das geht schon bald los. Ich weiß nicht, fühlt mich das irgendwie, das hat kein System. Nicht, dass man denkt, das fühlt mich jetzt zum Rand oder so. Gar nichts. Speed. Ja, guck mal hier. Da fehlt ja nicht mehr viel, ne? Natürlich ändert das ein bisschen mehr. Boah, guck mal, wie groß sie sein müssten. Nichts. Aber das kleine Ding wiegt 3 Tonnen. Auch
hier drin. Ah, verbessert das auch. Minus. Ja, Schub, logisch. Plus 1. Das ist aber nix. Das ist einfach zu wenig. Ich booste. Wir bewegen uns hier einigermaßen. Warum ist einfach so groß, dass der Gegner gar nicht weiß, wo er hinschießen soll? Das ist ein Kopfgeldjäger, kann das sein? Hass erfüllt. Die sind immer ein bisschen stärker. Warum? Also wir sind ja sofort im Kampf. Missionsmusiksmodus. Na, berechnen schon mal. Einfach mal, was wir können. Und der zweite Sprung ist ja dann schon Richtung Operation Exodus. Naja, kommt aber auf mich zu. Das ist kein... Das ist ein Pirat. Ein einziger? Hat hier gerade einer aufgeräumt vor mir oder was? Das Glück gehabt. Du bist zu schnell vorbei. Und er denkt, scheiße, wo hat der Schilde her? Help! Ich wünsche mir sowas wie ein Zoom noch, das wäre cool. Oh, aber irgendwie hat der mehr Schild als die anderen Piraten, ne? Na, baller du mal. Ist ein bisschen schade für ihn, er macht nämlich keinen Damage. Aber ich auch kaum. Oh, war ein schöner Titanenhaufen. Ist ja nur ein doofer Pirat. Du brauchst eine Abwracklizenz. Am Arsch, ich kämpfe gerade. Dann darf ich den jetzt nicht mehr abwracken? Das ist ja lustig. Bitte kauf dir eine. Kämpf gerade, weißt du, und der will, dass ich dafür fürs Kämpfen einfach Lizenz besorge. So. Ach, Mist. Ja, dann wenigstens den da nehmen. Hol jetzt einfach Lizenz. Nein, wir sind ja ganz woanders gelandet. Ein Mond und ein viel größerer Planet. Oh, dauert das lange, ey. Mal, wenn die paaren. Dann gibt es da bestimmt was Schönes. Aber ich habe ewig keinen... Die gibt es wahrscheinlich näher zum Zentrum hin, ne? Ist der Schwert drin? An dem muss man sich so ein bisschen orientieren. Ja, was macht man denn noch? Wir können noch oben drauf ein bisschen basteln, unten drunter noch basteln. Noch weiter nach hinten, aber dann wird es irgendwann albern, wenn es da 1000 von diesen Dreiecken sind, ne? Schwierig. Ui. Ein großer hier. Wird da nur einer? Ich glaube, die mögen mich nicht. So, der nächste ist wieder Exodus. In 35 Sekunden. Warum können die mich denn nicht leiden? Sind das die Piraten hier oder was? Ich erkenne da so schlecht, wo ich hinfliege. Wird's eng. Eine Sekunde noch, dann könnten wir jetzt boosten. Aber uns steht keine Gefahr bevor. Ja. Immer spannend. Wir kriegen keine Credits mehr. Was ist los? Was soll ich denn mit den Piraten? Was bringt mir das denn? Mit Piraten. Kriege ich am Ende einen Ruf, wo anders schlecht. Ich
kriege keine Credits mehr durch den Asteroidenverkauf. Das ist gemein. Aktualisiert. Nein. Wo geht das denn hin? Das dauert voll lange, ne? Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.